Fünf, nein. Zurück in der Moped Factory, Leute. Fünf Mofa-Mythen, die falsch sind. Ja, wir haben fünf Mofa-Mythen rausgesucht, die sich hartnäckig halten, aber totaler Quatsch sind. Nach dem Intro fangen wir mit Mythos 1 an, also dranbleiben. Mythos Nummer 1. Fangen wir mit Mythos Nummer 1 an. Leider darf ich noch nicht in den Hauptraum, deshalb der erste Mythos hier von unserer Couch. Da wird noch an unserer C gearbeitet. Also, Mythos Nummer 1, der hält sich extrem hartnäckig, ist vor ein paar Jahren erst aufgekommen. Als wir mit Mofas angefangen haben, hat da kein Mensch drüber gesprochen. Und zwar geht es um den Artikel, die Mofa. Ich meine, hä, wie kommt man da drauf, dass es die Mofa heißen soll? Das muss ja irgendwo herkommen. Früher hat das niemand gesagt, zumindest bei uns nicht. Also, das heißt natürlich, das Mofa. Guckt es bei Wikipedia nach, Leute. Es ist das Mofa. Trotzdem, es sind so viele, die Mofa sagen. Ich habe keine Ahnung, warum. Aber erster Mythos, die Mofa. Natürlich falsch. Das Mofa. Mythos Nummer 2. Zweiter Mofa-Mythos. 25er hätten 25 Kubik. Ich glaube, das kommt auch eher aus der Roller-Szene, aber ich habe es schon bei richtig vielen Mofa-Ebay-Anzeigen, Mofa-Videos gesehen. Selbst Leute, die Videos über Mofas machen, schreiben das so. Ich habe bei Kleinanzeigen sogar mal eine Reparaturwerkstatt gesehen, die 25 Kubik, waren wahrscheinlich Roller, repariert hat. Also, das ist natürlich falsch. 25er haben auch 50 Kubik. Man sagt es ja auch bei Mofas nicht. Bei Mofa sagt es ja Mofa und Moped. Bei Rollern ist ja, glaube ich, eher 25er und 50er. Aber alles 50 Kubik, das ist nichts mit 25 Kubik, 50 Kubik. Mofa unter 50 Kubik findest du nicht. Falls doch, dann sag Bescheid. Ja, 49. Klar, aber wir wissen alle, was gemeint ist. Ganz kurz zwischendurch, fällt dir irgendwas ein, was wir vergessen haben? Irgendein Mythos oder irgendeine falsche Behauptung rund ums Thema Mofa? Dann schreib es in die Kommentare. In unserem Podcast haben wir das Thema schon ausführlich besprochen. Falls sich noch mehr Mythen rund ums Thema Mofa interessieren, denn da hatten wir sogar 10. Dann hört ihr unseren Podcast 1:50 bei Spotify, iTunes, in unserem Blog, in unserer App. Findest du, wenn du es suchst. Also reinhören lohnt sich. Mythos Nummer 3. Dann kommen wir zu Mythos Nummer 3. Dabei geht es hier um diesen Freund, einen Vergaser. Und zum Abstimmen muss man natürlich immer ein bisschen die Düsen anpassen. Und es hält sich vor allem bei unseren Nachrichten, per E-Mail, WhatsApp, wo auch immer, Instagram, kriegen wir sehr oft die Frage gestellt, ob eine größere Düse mehr Leistung bringt. Und das ist allgemein gesagt natürlich falsch. Denn die beste Leistung hast du natürlich, wenn du die richtige Düse fährst. Und wenn du dann eine größere nimmst, dann läuft es wieder schlechter. Kann natürlich sein, wenn dein Mofa falsch abgestimmt ist, du nimmst eine größere Düse und dann ist es richtig abgestimmt, dann läuft es natürlich besser. Aber allgemein, größere Düse gleich mehr Leistung ist falsch. Hören wir immer wieder, stimmt aber nicht. Also, ihr müsst immer die richtige Düse nehmen, ne? Nicht eine möglichst große, eine richtige. Mythos Nummer 4. Kommen wir jetzt zu Mythos Nummer 4. Dabei geht es um dieses schmucke Teil. Was meint er damit? Also, bei vielen ist das Vorurteil, Leistung gleich Höchstgeschwindigkeit. Also, wenn ein Mofa Leistung hat, dann fährt es schnell, wenn es keine Leistung hat, dann fährt es nicht schnell. Ist natürlich grundsätzlich falsch, denn du kannst natürlich auch viel Leistung haben und keine hohe Höchstgeschwindigkeit. Ich werf mal das Thema Übersetzung in den Raum. Das hier ein riesen Kettenrad von unserer CS. Glaube ich, vorne haben wir dann immer so ein 11er verbaut. Also das ist eine extrem kurze Übersetzung. Und die CS hat, wenn ich jetzt hinten das originale Kettenrad wieder drauf baue, hat die CS immer noch genauso viel Leistung, aber fährt viel schneller. Komisch. Also, nur weil ein Mofa nicht 100 fährt, heißt nicht, dass keine Leistung hat. Das kommt immer auf die Übersetzung an. Klar, wenn du 100 fahren willst, brauchst du Leistung. So rum wird natürlich ein Schuh draus, aber andersrum nicht. Also, ne, Leute, uns ist es auch immer wichtig, dass wir einen schönen Anzug haben. Beschleunigung meine ich jetzt, deshalb setzen wir nicht immer alles auf die Höchstgeschwindigkeit, denn Anzug ist auch wichtig. Leute, kennt ihr eigentlich schon unsere App? Moped Factory gibt es im Play Store, nur im Play Store. Unbedingt vorbeischauen, ist kostenlos, einfach runterladen. Ihr werdet immer benachrichtigt, wenn wir einen neuen Blog-Eintrag hochladen oder es wieder was Interessantes von uns gibt. Moped Factory, einfach im Play Store suchen, die App downloaden, komplett kostenlos und ihr seid dabei. Mythos Nummer 5. Kommen wir jetzt zu Punkt Nummer 5, unserem letzten Mythos. Und den hören wir vor allen Dingen von Leuten, die keine Mofas fahren. Also ihr, für euch ist das wahrscheinlich alles kein Thema. Aber es gibt viele Leute, die mit zum Beispiel einem Mofa anfangen wollen, das restaurieren wollen oder sich eins kaufen wollen und nicht so viel Ahnung haben. Und da hören wir immer wieder den Mythos, ja, aber für Mofas kriegt man überhaupt keine Ersatzteile mehr. Ist natürlich erstmal generell nicht so. Klar, es gibt irgendwelche alten oder Sonder
Modelle oder seltene Mofas, da gibt es nicht so viele Teile. Aber für die ganzen Standard-Mofas wie Ciao, Prima 5, Zünder, auch bei vielen so, kriegt man wirklich noch sehr viele Teile. Gerade so Verschleißteile, da wirst du eigentlich immer irgendwas finden. Wirklich sehr wenig, wo man nicht alles kriegt, also wo man nicht das meiste kriegt. Eine Ciao kannst du bald von Grund auf neu aufbauen, nur mit den Nachbauteilen. Auch falsch, generell, wenn man es so pauschalisiert, muss man immer auf den Einzelfall gucken. Aber wir haben ja unsere Schrauberling-Tabelle. Bei der-schrauberling.de haben wir eine Tabelle. Da könnt ihr gucken, wie gut die Ersatzteilversorgung bei eurem Mofa ist, wenn das schon bewertet wurde. Ansonsten schickt uns gerne die Bewertungen zu eurem Mofa. Da haben wir auch ein Video zu. Das waren unsere 5 Mythen. Wenn wir noch 5 Tuning-Mythen machen sollen, denn da haben wir auch noch richtig viel, dann sagt uns Bescheid. Ja, damit sind wir auch schon wieder durch mit dem Video. Wenn ihr wollt, dass wir mehr Mythen aufklären, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wir haben nämlich noch jede Menge in unserem Podcast. Haben wir da schon ganz viel drüber erzählt. Wenn ihr es nachhören wollt, habe ich ja schon gesagt, ne? 1 zu 50. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Abonnieren nicht vergessen, ne? Denkt dran, Glöckchen anklicken. Und wenn du weiter gucken willst, hier ist das nächste Video. Schau mal auf unserem Blog vorbei. Da ist auch unser Shop verlinkt. Da könnt ihr hier das schicke Moped-Merch dir abstauben. Und ich wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Piu!